Politiker wollen Schlagermove ausbremsen. Pauli: Ein bisschen Spaß muss sein, finden jedes Jahr 500.000 Fans beim Schlagermove. Findet die rot-grüne Bezirkskoalition in Mitte aber überhaupt nicht. Die steht eher auf, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Unsere schrillste Musikparade ist in Gefahr. Was ist da los? Die Fakten. Am Sonnabend, 15. Juli, ist der Schlagermove geplant. Volle Partypulla auf Kiez und Heiligengeistfeld. Am 15. und Sonntag, 16. Juli, läuft parallel der Triathlon mit Schwimmen, Radfahren und Laufen über die Reeperbahn. Ein Riesensportspektakel. Schlagerheld Costa Cortalis, 72, Hunderttausende feiern zu den tollen Hits von damals. Foto, Martin Brinkmann. Martin Brink. Laut Bezirkspolitik droht der Event OVK. Grünen-Fraktionsboss Michael Osterburg, 49, das wird einfach zu viel. An dem Wochenende wären die Anwohner aus der südlichen Neustadt und St. Pauli quasi eingesperrt. Seines PD-Kollege Arik Willner, 35, wir haben Bedenken. Letztes Jahr haben wir schon vor dem Doppel-Event gewarnt und klar gemacht, dass das uncool ist. Uncool fänden wohl auch die Musikfans das Partyverbot der Politik Spaßbremsen. Knutsch. Wer will bloß diesen Mädels das Feiern verbieten? Aber kann der Bezirk so ein Mega-Event überhaupt stoppen? Fakt ist, Polizei und Wirtschaftsbehörde haben schon grünes Licht gegeben. Aber der Bezirk ist zuständig für die Aufstellung von Dixi-Klos. Und die werden dringend gebraucht. Hat der Schlagermove noch eine Chance? In den nächsten Tagen will die Polizei erklären, wie sie ein Verkehrschaos verhindern will. Grünen Mann Osterburg: Wenn das okay ist, werden wir wohl nochmal zustimmen. Dann wird ja vielleicht doch noch alles cool.